Gedanken zum Wochenpsalm 73. Dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren an. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachten, so bist du doch Gott allezeit meines Herzens Trost und mein Teil. Aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf Gott, den Herrn, dass ich verkünde all dein Tun. Liebe Gemeinde, in meiner vorhergehenden Gemeinde gab es in der fünften Reihe eine Frau, jeden Sonntag. 95 Jahre ist sie jung, immer adrett gekleidet, die Wangen rosig, ein zartes Lächeln auf den Lippen, ihre braunen Augen hinter den dicken Brillengläsern offenbaren Freude und Lebendigkeit, Dankbarkeit. Zwei Drittel ihres Lebens hat sie als Köchin in Gaststätten gearbeitet, bis zum letzten Jahr an ihrem Geburtstag selbst gekocht. Ihre Geburtstagsessen ist etwas aus der Mode gekommen. Suppe, Kartoffeln, Braten mit Soße, Gemüse und Salat, als Nachtisch gekochter Pudding mit echter Vanille. Danach gibt es bei ihr Kaffee und Kuchen und natürlich ein Glas Sekt zum Schluss. Wer ihren hohen Geburtstag einmal wegen Urlaub versäumt, dem trägt sie es nicht nach, macht kein vorwurfsvolles Gesicht. Sie freut sich, wenn andere sich freuen. Wie kann eine Frau, die zwei Weltkriege erlebt hat, die bis Anfang 70 gearbeitet hat, die kaum verreist ist und ihren Mann früh verloren hat, wie kann sie so glücklich sein? Warum ist sie nicht so verbittert wie die anderen? Wieso zeigt sie sich nicht nachtragend, wenn andere sie vernachlässigen? Warum versinkt sie nicht in der Trauer, wo sie alt und zerbrechlich fast alle Verwandten zu Grabe tragen musste? Ist sie blind für die harten Schicksalsschläge, die andere längst hätten zu Boden gehen lassen gehen? Sie besitzt etwas, um das ich sie beneide. Eine Fähigkeit, die ihr hilft zu glauben, Gott, für viele von uns abwesend, ist für sie ganz nah. Gottes Liebe, für sie daran, dass sie Gott sie liebt. Sie nimmt an, dass er uns annimmt. Sie hinterfragt nicht ihr Leben, wo sie doch Schlimmeres erlebt hat. Diese Haltung ist ihr nicht zugeflogen. Und begnadet ist sie auch nicht. Sie hat diese Sichtweise gewählt. Sie glaubt, diese Entscheidung macht sie in ihrem Leben stark. So kann sie auch in ihrem hohen Alter noch neue Erlebnisse offen entgegen und versucht, für jedes Problem eine Lösung zu finden. Sie besitzt die Fähigkeit, die guten Dinge anzunehmen und sich an ihnen zu erfreuen. Dabei ist ihr Leben weder abwechslungsreich und bunt, weder einfach noch gut. Sie glaubt daran, dass Gott sie in seiner rechten Hand hält und dass er ihr ein Ende in Ehren bereitet. Sie sorgt sich nicht. Sie lebt hoffnungsfroh mit ihrem Alter. Gegen alle Realität, gegen die Grausamkeit des Vergessens, gegen die Unerbittlichkeit der Einsamkeit, gegen die Unbeweglichkeit und die Anfechtung des hohen Alters, gegen all die deprimierenden Erfahrungen ihres Lebens, setzt diese alte Frau die Freude und das Vertrauen auf Gott. Manchmal, wie gesagt, beneide ich sie. Ich hätte gerne ihr Vertrauen, ihre Ruhe und Gelassenheit. Ich möchte gerne so sein können wie sie, in jedem Moment ganz ich selbst sein, offen für Neues, ruhig bleiben und unerschütterlich sein. Ich dagegen könnte jede Stunde eine neue Aktion anzetteln, um die Gerechtigkeit Gottes in die Welt voranzutreiben. Am liebsten mit einer Kundgebung gegen die Arbeitslosigkeit antreten und zu einer Demonstration gegen den Krieg gehen, hier noch eine Suppenküche für die Nichtsesshaften ins Leben rufen und dort einen Sterbenden begleiten. Der Tag hat so viele Stunden, das muss man voll ausschöpfen. Es gibt so viel zu tun. Doch wenn ich ehrlich bin und wenn trotz aller Aktivität auch noch Kritik meinen Alltag überschattet, dann fühle ich mich oft ausgehöhlt und leer. Plötzlich merke ich, wie sehr ich in meiner Arbeit gefangen bin, wie ich nur noch funktionieren kann in dem, was ich tue. Plötzlich spüre ich, dass ich das gar nicht alleine leisten kann, dass die guten Kräfte verloren gehen. Ich möchte auch noch etwas anderes für Leib und Seele,
Ruhe und Geborgenheit und die Sicherheit, angenommen zu sein. Ich wünsche mir, gelassen und ausgeglichen zu sein, und ich brauche eine Heimat. Ich möchte ankommen können bei Gott. Ich möchte spüren, dass Gott in meinem Leben lebendig ist, dass Gott da ist. Aber Gott muss schon sehr laut rufen, um bei mir anzukommen. Er hat es schwer, sich verständlich zu machen. Die Ohren sind voll vom Alltagsgeschäft, von Aufforderungen und Erwartungen. Sie können kaum die leisen Töne hören. Die Augen werden ständig abgelenkt, dass es schwerfällt, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Die Hände sind so beschäftigt, dass keiner sie halten kann. Dennoch glaube ich, dass er da ist in meinem Herzen. Vielleicht freut es ihn, dass ich daran glaube. Vielleicht freut es ihn zu hören, dass ich ihn immer wieder entdecke. Im Brabbeln des Kindes, einer Freundin, im Frauenkreis, wenn wir vertrauensvoll miteinander reden, in einer Sommernacht, wenn der Mond auf die Bäume scheint und die Glühwürmchen sich tummeln. Wenn Jugendliche sich plötzlich für die Gemeinde interessieren und sich engagieren. Dann denke ich, ja, es gibt eine Hand, die mich hält. Ja, es gibt Zukunft und Glück, trotz aller Bedrohung und Rückschläge, die uns entmutigen. Es gibt sie, die Hoffnung, die uns beim Gestalten der Welt hilft. Es gibt Möglichkeiten und Wahrheiten, die sich Gehör verschaffen. Auch wenn es uns oft schwerfällt, sie wahrzunehmen. Es gibt Trost, auch wenn wir traurig sind. Darum will ich mich zu Gott halten und meine Zuversicht setzen auf Gott. Ich möchte mit Ihnen beten. Du Gott des Lebens, so viel bestimmt unser Leben, so oft bleiben wir fern von dir. Da gibt es Sachzwänge und die Notwendigkeiten, da gibt es die Erwartungen der anderen und ihr Leid, da gibt es Ratlosigkeit und Unentschlossenheit, da gibt es Verpflichtungen und Gesetze. Guter Gott, dennoch hältst du mich bei deiner rechten Hand. Du willst, dass ich mich nicht verliere in Aktion und im Alltag. Du willst mich halten, wenn andere an mir zerren und ich zu zerbrechen drohe. Schenke deinen heilenden Geist und deine Kraft, dass meine Seele nicht matt wird vor Grübeln und Sorgen. Lass die Befreiung in Jesus Christus spürbar werden, dass ich mich retten kann vor den Überforderungen des Alltags. Gib, dass mein Körper nicht müde wird, deine Wege zu gehen, guter Gott. Erhalte mir die Empfindsamkeit des Herzens, dass ich liebe und verzeihe, auch wo ich mich manches quält und niederdrückt. Schenke, dass ich den Mut finde, neu anzufangen, wo Altes zum Gefängnis wird. Guter Gott, für all diese Bitten schenke du die Liebe und Geduld, dass wir sie leben können. Amen. Es ist ein Sinn.